Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um Aleppo, ein neuer Brand. Ich habe euch ja schon einige Videos zu diesem Thema hier vorgestellt. Heute geht es um die Mini-Handkreissäge, die K1A. Und wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Ja, von Aleppo werdet ihr demnächst noch einiges an Werkzeug hier auf diesem Kanal sehen. Die werden ein großes Spektrum an Werkzeug noch veröffentlichen. Ich habe ja schon ein paar Videos zu diesem Thema gemacht. Die Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung, habe ich euch einmal verlinkt. Heute soll es um diese Mini-Handkreissäge gehen, die ihr, wie ihr seht, mit einem Laser sogar aufwarten kann. Wir hatten die Diskussion hier schon öfter, ob ein Laser überhaupt benötigt wird oder nicht. Kurz zu den Fakten. Wir haben eine Leistung von 580 Watt bei einer Leerlaufgeschwindigkeit von 4000 Umdrehungen pro Minute. Die Sägeblätter, die ihr hier aufspannen könnt, sind mit 85 mm Durchmesser betitelt. Die Dorngröße, das heißt, das Loch in der Mitte darf nur 10 mm haben. Da solltet ihr ausreichend Material finden. Ich verlinke euch einige Sägeblätter unten in der Videobeschreibung. Drei Stück sind auch mit dabei. Zum einen dieses eine hier, womit ihr zum Beispiel Plastik auch schneiden könnt, Rohre etc., halt weiches Material. Dann haben wir hier ein Holzsägeblatt, welches mit dabei ist. Sieht so aus, wie so ein ganz kleines normales Kreissägeblatt eben beschaffen ist, mit Hartmetall, Zähnen, die hier aufgelötet sind. Dann haben wir noch weiterhin dabei einen Fliesenschneider bzw. ein Fliesenschneiderblatt. Das war, glaube ich, bei den anderen Handkreissägen, soweit ich das weiß, die ich hier schon vorgestellt habe, nicht dabei. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Da sind so kleine Diamantsplitter drauf. Ist natürlich jetzt nichts Besonderes. Da gibt es wesentlich hochwertigere Blätter und je hochwertiger ihr solche Blätter einkauft, desto bessere Ergebnisse werdet ihr natürlich damit auch erzielen. Da kommt es nicht so doll auf die Maschine an, sondern vielmehr auf die Blätter. Also gebt da vielleicht ein bisschen mehr Geld für aus. Wie gesagt, ich verlinke euch da einiges unten in der Videobeschreibung. Die maximale Schnitttiefe in Holz beträgt 27 mm, in Fliese 8 mm und im weichen Metall 3 mm. Weiterhin im Lieferumfang ist mit dabei eine Bedienungsanleitung, die ist natürlich auch auf Deutsch gehalten, damit ihr euch nicht irgendwie auf Chinesisch oder sonst wie durchhangeln müsst. Dann haben wir hier einen Parallelanschlag mit Skalierung, das heißt im Zentimeterbereich ist dieser hier skaliert. Der ist ausnahmsweise mal schön groß in der Anlagefläche, hatten wir sonst auch. Gerade bei den Discountermarken ist das so, da sind die oft sehr, sehr kurz, sodass ihr dann natürlich, wenn ihr da einen Parallelanschlag nutzen möchtet, dann hin und her wackelt und dann wird das alles andere als parallel. Da behilft man sich dann natürlich so, dass man dann einfach eine Leiste über das Material spannt und an dieser Leiste dann entlang sägt, denn mit diesem Schuh hier ist es natürlich möglich, dann einen geraden Schnitt zu produzieren. Wer eben so einen Parallelanschlag haben möchte, der sollte einmal darauf achten, dass die Skalierung auch wirklich hier übereinstimmt, das heißt einmal einen Testschnitt durchführen und die Entfernung zum Sägeblatt testen, denn in aller Regel sind die so ein bisschen variierend, das heißt ihr könnt da locker mal einen Millimeter daneben liegen, je nachdem wie ihr das Ganze einspannt. Ansonsten ist der wirklich sehr stabil und auch diesmal komplett gerade. Das hatten wir hier also auch schon mal anders. Dann sind noch zwei Knopfzellen mit dabei. Zwei Knopfzellen sind hier übrigens gleich schon eingelegt im Laser, aber für Ersatz ist hier gleich mit gesorgt. Das heißt, wenn ihr den Laser dann benutzen möchtet, dann braucht ihr euch erstmal nicht um neue Batterien kümmern. Und dann haben wir hier zum Wechseln des Sägeblattes noch einen Imbusschlüssel mit dabei. Und ansonsten benötigt ihr für den Betrieb nichts weiteres. Das heißt, wenn ihr das Paket nach Hause bekommt, dann könnt ihr sofort damit loslegen. Schauen wir uns erstmal den Laser an. Da steht ja hier wirklich einmal recht messerscharf drauf. Den können wir hier oben einmal zuschalten. Und ihr seht schon, der produziert dann hier eine Linie. Die kreuzt tatsächlich auch hier diese Dreiecksmarkierung. Ihr wisst, dieses Dreieck zielt genau auf das Sägeblatt hier unten. Das heißt, das spiegelt sich dann in Linie wieder, wie das Sägeblatt dann hier auf das Material trifft. Das heißt, eigentlich bräuchtet ihr euch nur an diesem Dreieck hier konzentrieren. Wenn ihr dann auf das Material einen Strich übertragt zum Beispiel und an diesem Strich dann entlangfahrt, dann müsst ihr immer hier im Schnittpunkt entlangfahren. Ansonsten, der Laser bietet natürlich so ein bisschen eine Möglichkeit, das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen zu lenken. Allerdings müsst ihr den dann vielleicht nochmal justieren. Dieser hier sieht mir jetzt recht gerade aus. Ich habe das hier schon einmal auf die Platte gelegt und der läuft also wirklich parallel zum Sägeblatt. Das ist also wichtig, wenn der natürlich irgendwie nach links oder nach rechts abdriftet, das ist natürlich nicht so schön. Aber ihr könnt den dann auch so ein bisschen justieren. Ich zeige euch das mal eben. Ihr könnt den hier nämlich einmal aufschrauben. Und so wechselt ihr dann auch die Batterien bei diesem Laser. Diese
Schraube einmal rausnehmen und dann seht ihr, hier sind zwei Knopfzellen einmal eingelegt. Die könnt ihr dann, wie gesagt, wechseln, ganz einfach. Und hier an diesen beiden Schrauben könnt ihr diesen Laser noch so ein bisschen justieren, wenn ihr den löst. Dann könnt ihr den noch so ein bisschen hin und her bewegen. Ob das jetzt so hundertprozentig alles funktioniert, sei erstmal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist er erstmal dabei und haben ist ja bekanntlich besser als brauchen. Ja, schauen wir uns die Säge nochmal etwas genauer an, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier einen komplett gummierten Handgriff. Der Auslöser hier unten ist wirklich sehr, sehr angenehm und groß. Das heißt, auch mit großen Händen könnt ihr den locker auslösen. Der Sicherheitsschalter befindet sich hier. Damit ermöglicht ihr der Säge, dass sie überhaupt dann die Schnitttiefe erreichen kann. Verwechselt das bitte nicht mit einer Tauchsäge, das ist also wirklich nur eine Mini-Handkreissäge, die ist nicht zum Tauchen bestimmt, das heißt, wenn ihr im Material eintaucht, dann kann es also zu einem Kickback kommen und die Säge kann euch aus der Hand gerissen werden und das wollt ihr natürlich nicht, da könnt ihr euch dann böse bei verletzen. Grundsätzlich wirklich sehr, sehr einfach gestaltet das Ganze, das heißt, ihr drückt einmal hier diesen kleinen Hebel und dann könnt ihr das Ganze auch schon auslösen und die Säge wird dann ihren Dienst verrichten. Schaut mal, hier vorne wird dieser Hebel dann einmal ausgelöst und das ermöglicht das eben, dass wir hier die Schnitttiefe einstellen. Die Schnitttiefe wird hier über dieses Walrad hier einmal eingestellt. Ihr löst dann diese kleine Flügelschraube und dann könnt ihr hier die Eintauchtiefe, beziehungsweise, oh, Eintauchtiefe darf ich gar nicht sagen, Schnitttiefe könnt ihr dann hier regulieren, zum Beispiel jetzt 24 mm. Und wenn ihr 24 dann getroffen habt, das heißt, ihr könnt auch verdeckte Schnitte zum Beispiel damit unternehmen, dann zieht ihr das hier einmal fest und wenn ihr dann hier den Auslöser drückt, dann erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 2,4 cm. Ihr könnt das ja im Zweifel dann auch nochmal nachmessen. Wie gesagt, wenn ihr hypergenau arbeiten wollt, würde ich immer alles nochmal kontrollieren. Auch bei den Sägeblättern kann es natürlich zu Abweichungen mal kommen. Die haben dann vielleicht einen halben Millimeter mehr oder sowas. Und wenn es dann wirklich auf einen halben Millimeter ankommen sollte, dann lieber nochmal vorher kontrollieren. Auch hier seht ihr sicherlich, bei dieser Mechanik ist das so, dass das nicht hundertprozentig sein kann. Ihr könnt ja mal ein bisschen über dem Strich sein oder ein bisschen unter dem Strich oder genau auf dem Strich drauf. Und das ist dann davon noch abhängig von, wo ihr dann noch drauf guckt. Also der eine sieht so, der andere sieht so. Also messt es im Zweifel nochmal nach, wenn es euch wirklich da auf einen Müh ankommt. Auf der anderen Seite haben wir eine Spindellockarretierung, die ermöglicht dann den Sägeblattwechsel. Diesen Knopf müssen wir dann drücken, wenn wir hier vorne das Sägeblatt einlegen wollen. Das machen wir gleich alles. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, eine Absaugung zu adaptieren. Das finde ich also auch super. Ein kleiner Absaugadapter ist gleich mit dabei. Der ist sogar hyperflexibel. Der wird hier vorne einfach einmal aufgesteckt und dann adaptiert ihr hier euren Staubsauger rein. Ich habe das gerade schon mal ausprobiert. Also bei Bosch funktioniert das, bei Kärcher funktioniert das auch. Da dieser hier so ein bisschen chronisch zulaufend ist, ist es natürlich dann möglich, hier die meisten Staubsauger direkt zu adaptieren. Wenn das mal nicht möglich ist, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung nochmal einen Absaugadapter und damit könnt ihr eigentlich jede Maschine mit jedem Absauggerät dann auch koppeln. So, dann probieren wir es mal aus. So, wenn wir jetzt ein Sägeblatt einlegen wollen, dann nehmen wir hier einmal diese Schraube raus. Die hat Linksgewinde, das heißt, die dreht ihr andersrum heraus, wie ihr das gewohnt seid. Dann nehmt ihr hier einmal diese Kappe ab. Dann nehmt ihr das Sägeblatt. Hier auf der Säge ist die Drehrichtung auch einmal aufgezeigt. Das heißt, das Blatt dreht sich hier im Uhrzeigersinn. Und wir haben auf den Blättern auch jeweils einmal draufstehen, so einen kleinen Pfeil, in welche Richtung das Blatt dann arbeitet. Und da müsst ihr dann auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das in der richtigen Richtung einlegt. Dann legt ihr das Blatt einmal so drüber. Dann legt ihr hier einmal die Kontermutter drüber. Viele Grüße an Philipp. Konter gehen an dieser Stelle schon mal raus. Und dann müssen wir hier diese Schraube noch einmal festziehen. Das solltet ihr auch wirklich sehr gewissenhaft machen, denn wenn sich das irgendwie mal löst, auweia, da kann es natürlich böse enden. Dann drückt ihr hier hinten einmal diesen Knopf rein. Und dann zieht ihr das Ganze nochmal mit einem Imbusschlüssel fest. Der ist, wie gesagt, mit dabei. Den könnt ihr hier hinten übrigens auch adaptieren. Das heißt, ihr könnt den dann reinstecken, wenn ihr den nicht benötigt. Dann ist er auf jeden Fall immer mit dabei. Ich lasse den jetzt mal draußen liegen. Und jetzt könnten wir mit der Säge schon loslegen. So, wenn ihr jetzt nochmal nachmessen möchtet, wie tief das Sägeblatt tatsächlich eintaucht, je nachdem, was ihr hier eingestellt habt. Ich habe jetzt hier 27 mm eingestellt, dann entkoppeln wir das Sägeblatt, drücken hier einmal mit dem Finger drauf. Und dann gibt es hier sogenannte Tiefenlehren, die man auch zum Einstellen zum Beispiel von Tischfräsern einsetzen kann. Und damit probieren wir jetzt hier diesen obersten Zahn zu treffen und wir werden dann hier auf der Bodenplatte einmal aufsetzen. Vorher müssen wir das natürlich einmal hier nullen. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Und dann können wir hier mal schauen, wenn wir hier den obersten Zahn erwischen. Der muss natürlich an der obersten Position sein. So.
ist ein bisschen schwierig jetzt hier alles zu handhaben. Und wir sehen hier, wir haben jetzt hier 27,2 mm. Ich bin auch so ein bisschen hier drüber über der Skalierung, je nachdem von wo man guckt. Also die Säge ist schon sehr, sehr genau einzustellen. Wie gesagt, kauft euch dann noch so eine Tiefenlehre. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung und damit könnt ihr das dann auf jeden Fall nochmal genau nachmessen, wie tief ihr tatsächlich dann eintaucht, wenn es euch da wirklich auf ein Zehntel Millimeter oder ähnliches dann ankommt. So, wenn ihr die Schnitttiefe einstellen wollt, wisst ihr, das ist ja bei Tischkreissägen auch so, dass wir immer ein bisschen mehr einstellen, nicht zu viel mehr, als wie das Material dick ist, was wir schneiden wollen. Ich habe jetzt eine 24er Tischlerplatte hier, ich habe jetzt auf 27 gestellt, denn desto schräger ist natürlich der Winkel, in dem das Sägeblatt hier durchschiebt und dann trifft das Sägeblatt nicht parallel auf das Holz und muss nicht ganz so viel arbeiten und hat dann mehr Angriffsfläche. Aber das wisst ihr sicherlich. Jetzt probieren wir das hier mal aus. Ich habe jetzt den Parallelanschlag hier auch einmal montiert und ich werde jetzt auch den Staubsauger dazu einmal anmachen. Dann gucken wir mal, wie das Ergebnis ist. So, das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Jetzt war hier diese Klemme einmal im Wege. Ich bin nicht ganz durchgekommen. Aber ihr seht, wie sauber der Schnitt ist. Und an der Oberfläche haben wir auch wirklich kein Material, was hier rausgekommen ist. Das heißt, wir haben hier keine Sägespäne. Auch nach unten hin ist wirklich wenig gefallen. Nach unten hin lässt sich natürlich immer nicht vermeiden. Aber die Absaugung scheint hier sehr, sehr gut zu funktionieren. Und wenn ihr euch mal dieses Schnittbild hier anschaut, das ist wirklich ein messerscharfer Schnitt. Und wenn wir uns jetzt die Parallelität hier einmal anschauen, durch die große Auflagefläche, vom Parallelanschlag ist das hier wirklich schon eine tolle Lösung. So, dann probieren wir nochmal Fliesen aus. So, ihr seht, das hat also auch wunderbar geklappt. Ich hätte jetzt hier noch mal ein bisschen weiter schneiden müssen. Dann hätten wir das hier auf jeden Fall auch ausgeklinkt. Ist jetzt nicht die beste Lösung, damit Ecken zu schneiden. Mit sowas ist logisch, denn wir müssen natürlich immer ein bisschen weiter fahren, als wir die Ecke überhaupt haben wollen. Da gibt es dann also andere Lösungen für. Aber ich habe jetzt hier sogar eine Fliese geschnitten, die tatsächlich 0,8 mm stark ist. Das ist also alles andere als ein leichtes Material für die Säge. Schaut euch das mal an. Und wenn wir uns hier das Schnittbild einmal anschauen, nach unten hin ist natürlich ein bisschen was ausgerissen. Das kann man dann mit mehr Power natürlich so ein bisschen verhindern. Aber ich denke mal, zum Fliesenlegen reicht das in der Regel aus. Obendrauf sieht es auch ganz gut aus. Sowas könnt ihr zum Beispiel nicht mit einem normalen Fliesenschneider machen. Ich habe ja vor kurzem ein Video gezeigt mit einem manuellen Fliesenschneider. Wer es verpasst hat, ich kann es euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Könnt ihr euch in Ergänzung nochmal zu anschauen. Das ist natürlich hier eine wesentlich komfortablere Lösung. Ja, ihr habt die Säge jetzt im Einsatz gesehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Gerät hier haltet. Für mich hat sie auf jeden Fall genug Power gehabt, um hier solche Aufgaben zu lösen. Wer bis 27 mm an Holz schneiden möchte, für den ist es auch ausreichend. Wer größere Kaliber macht, der geht vielleicht lieber auf eine Tischkreissäge über. Aber grundsätzlich habt ihr gesehen, auch bei Tischlerplatte hat sie hier absolut kein Problem gehabt. Starke Fliesen, Feinsteinzeug, auch kein Problem. Power ist hier ausreichend bemessen. Mehr schadet natürlich immer nichts, aber je größer die Motoren werden, umso teurer werden die Maschinen. Teuer ist auch so ein Thema. Ich habe noch keinen Preis für die Maschine. Ich verlinke sie euch aber unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Und wie gesagt, schreibt mir mal rein, was ihr von dieser Säge haltet. Ihr könnt auch mal reinschreiben, ob ihr eine ähnliche Säge vielleicht schon zu Hause habt, für was ihr die einsetzt. Das hilft natürlich auch immer der Community weiter, wenn ihr euch in den Kommentaren dazu auch austauscht, gerade wenn es dazu um Einsatzgebiete geht, die ich hier vielleicht so in dem Video gar nicht so zeigen kann.
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.